Ich möchte heute ein neues Produkt vorstellen, eine neue Entwicklung, und zwar der MUC, MyDataLog MUC, bekommt Nachwuchs. Wir bauen für den MUC, wir arbeiten an einer Erweiterung und schauen wir uns mal an, was diese Erweiterung können soll. Das heißt, Zukunft heißt das MUC E, E steht für Erweiterung. Und wie wird diese Erweiterung aussehen? Wir haben die Bauform des Geräts, wie wir sie hier vorfinden, wird exakt gleich aussehen. Das heißt, auch die Erweiterung wird in diesem Hutschienenmontagegehäuse ausgeführt sein. Der einzige Unterschied ist, dass die GSM-Antenne, der Comboard, die LAN-Schnittstelle nicht mehr an der Oberfläche, an der Frontplatte zu sehen sein werden und die Comboards nicht für Eingänge zur Verfügung stehen. Welche Eingänge hat dann die Erweiterung? Was kann man mit der Erweiterung machen? Geplant ist, dass die Erweiterungen, dass ich an ein Hauptgerät mit einem RS-485-Bus, der hier an der COM3 aufliegt, einen zweiten MUC-E anschließen kann, an diesen wiederum noch einen anschließen kann, maximal drei. Das heißt, ich komme von dem ersten COM3 in die erste Erweiterung, gehe in die zweite Erweiterung, gehe in die dritte Erweiterung. Der Grund für diese Durchschaltung ist, die Adressierung erfolgt über eine Seriennummer. Das heißt, alle diese Einheiten haben Seriennummern und alle Eingänge, die auf den Erweiterungen drauf sind, werden direkt über diese Seriennummern adressiert und sind dann am Web verfügbar. Welche Eingänge hat nun das Gerät? Wir haben, so wie am Hauptgerät, haben wir 8 Universal-Inputs. Das bedeutet Milliampere, Spannung, Strom, Frequenz, wie es am Hauptgerät drauf sind. Auch mit allen Triggerfunktionen exakt gleich, wie es am Hauptgerät ist. Dann haben wir 6 Relaisausgänge, auch wie am Hauptgerät. Dann haben wir 2 Milliampere-Ausgänge, einen Temperaturfühleingang, Temperatursensor-Eingang. Wie am Hauptgerät ein BT100 bzw. BT1000 ist anschließbar. Daneben sind wie am Hauptgerät die Relais 1 bis Relais 6 mit LEDs angezeigt und die Statusanzeige des Bus, der Busverbindung. Das heißt, wenn der Bus angeschlossen wird, ist an den einzelnen Slaves, an den einzelnen Erweiterungen, der Busstatus zu sehen. Das heißt, die Geräte können sich selbst überprüfen. Der Status wird auch auf die Webseite, auf das Webservice übertragen, damit das dort verfügbar ist. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Video.